Auch am heutigen Dienstag, hi, hello und welcome, ein herzliches Grüß Gott hier bei Games in dem Computermagazin im Programm des Ingolstädter Regionalfernsehens. Auch heute ein weiteres Mal nicht aus dem Studio, naja, eigentlich schon aus einem Studio, aber nicht aus dem Studio, sondern aus einem ganz anderen Studio. Wir sind nämlich hier bei Radio Inn. In unserer Multimedia-Ecke beschäftigen wir uns heute mit Radio, nämlich was beim Radio alles mit Computer so läuft. Das gibt es später in Multimedia. Und natürlich dürfen auch unsere Games nicht zu kurz kommen. Zwei an der Zahl haben wir drin, nämlich zum einen die NBA Jam und Bing. Ich wünsche euch viel Spaß in den kommenden 15 Minuten Games Inn. Der Sport-Top-Event im Moment in den Vereinigten Staaten ist die NBA-Basketballmeisterschaft. Amerikanische Sportfans und nicht nur die beschäftigt eine Frage, wer wird in diesem Jahr Meister? Orlando oder dann doch Houston? Für alle deutschen Freunde dieses Ballsportes stellen wir euch heute NBA Jam vor. Das ist eine Simulation, eine Basketball-Simulation und die bietet neben unzähligen Mannschaften nicht nur eine ganze Menge an Korblegern, sondern auch jede Menge knallharte Spielaction. Viel Spaß! Mit der NBA Jam Tournament Edition stürzt ihr euch in eine atemberaubende Basketball-Simulation. Die Regeln sind einfach. Wer beim Ertönen der Schlusssirene mehr Punkte als der Gegner hat, gewinnt. Bevor ihr euch jedoch ins Spielgeschehen stürzt, könnt ihr einige Einstellungen im Menü vornehmen, um den Spielspaß zu steigern. Eine sinnvolle Option ist die Speicherfunktion, in der die erreichte Punktzahl, der Tabellenplatz und vieles mehr gespeichert wird. Bevor ihr endlich anfangen könnt, werdet ihr aufgefordert, euer NBA-Team aus der Masse von 28 Mannschaften auszuwählen. Euer Spieler besitzt verschiedene Fähigkeiten, die von Schnelligkeit über die Passgenauigkeit bis hin zur Kraft reichen. Ihr habt auch die Möglichkeit, verschiedene Spielarten auszuwählen. Anfangen könnt ihr mit Korblegen beim Training. Wenn ihr euren Spieler kennt und beherrscht, wartet auf euch der Mehrspieler-Modus, bei dem ihr zu zweit gegeneinander antreten könnt. Der Computer steht auch als würdiger Gegner zur Verfügung. Mit zusätzlicher Hardware, einem Multiplayer-Adapter, ist es möglich, NBA Jam mit 4 Spielern zu spielen. Hier macht ein Turnier richtig Spaß. Grafisch hat dieses Game einiges im Kasten. Die einzelnen Spieler sind detailliert dargestellt. Dazu kommt ein Sound, der es in sich hat. Hier haben sich die Macher richtig Mühe gegeben, um dem Spieler das richtige Matchfeeling zu geben. Gewöhnungsbedürftig ist nur die Spielersteuerung, die sehr umfangreich ist. 9 verschiedene Angriffs- und Abwehrmöglichkeiten wollen gelernt werden. Allerdings hat man bald nach einigen Übungsspielen den Dreh für den richtigen Wurf heraus. Preismäßig ist NBA Jam Tournament Edition etwas hoch angesetzt, bietet aber viel Leistung und Spielspaß für lange Abende. Höchste Zeit, sich damit ins Spiel zu stürzen. Bis jetzt galten sie ja immer als die Halbgötter in Weiß. Ganz klar, die Rede ist von den Ärzten der Schwarzwaldklinik und diverser anderer Krankenhausserien in Film und Fernsehen. Doch jetzt hat die Firma Magic Bytes ein Produkt auf den Markt geworfen mit dem Namen Bing und da stellt das Krankenhausleben gehörig auf den Kopf. Als Wirtschaftssimulation getarnt und entgegen aller Unkenrufe aus dem PC-Lager zunächst auf dem Commodore Amiga erschienen, zeigt es in humorvoller Art und Weise das typische Leben in einem Krankenhaus und die Freunde des derben englischen Humors kommen dabei voll auf ihre Kosten. Und wieder stellt sich die Frage, sind wir nicht alle ein bisschen Bing? Bing stellt das derzeitige Highlight des englischen Softwarehauses Magic Bytes dar und nimmt nach einigen derben Späßen mit anderen Games und Genres im ausführlichen Vorspann das Klischee des alltäglichen Krankenhausbetriebes gehörig auf die Schippe. Die Themen reichen hierbei von Kunstfehlern bis zu überhöhten Rechnungen und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Doch wie das bei richtigen Wirtschaftssimulationen so der Fall ist, genügt es nicht, sich nur über die hervorragenden Grafiken und die derben Witze zu amüsieren, sondern es geht in erster Linie um Geld. Um dieses zu erwirtschaften, müsst ihr euch zunächst um einen Bauplatz für eure zukünftige Großklinik kümmern. Um einen drohenden Bankrott zu entgehen, sollte man dazu allerdings einen Makler, den ihr bequem von eurem Chefbüro aus erreichen könnt, einschalten und Grundstücke vorerst pachten. Gleich nebenan befindet sich das Personalbüro, das euch ständig über den aktuellen Mitarbeiterstatus auf dem Laufenden hält. Des Weiteren können im Laufe des Spieles dort Stellen in 10 Bereichen, wie Zahnärzte oder Neurologen, durch Stellenausschreibungen besetzt werden.
Sollte das Geld zur eigenen Klinik nicht reichen, weil Finanzgeber fehlen, können alternativ auch Zimmer angemietet werden, dann lediglich Personal eingestellt und, um das Geld nicht zu knapp werden zu lassen, für Kundschaft gesorgt werden, was man im Notfall auch durch einen vor dem Krankenhaus postierten Schläger erledigen lassen kann. Ziel ist es also, sich unter Zeitdruck seine eigene Existenz zu schaffen und möglichst viel Geld zu erwirtschaften, um den Betrieb aufrechterhalten zu können. Damit der Spieler bei so viel Arbeit nicht die Nerven verliert, haben die Programmierer für ansehnliche Grafiken gesorgt. Insgesamt betrachtet ist Magic Bytes mit Being eine spannungsgeladene Wirtschaftssimulation mit hervorragenden Grafiken und akzeptabler Sounduntermalung gelungen. Dennoch ist das Spiel nur für Freunde derber Stammtischmentalitäten wirklich empfehlenswert. Multimedia heute bei Games In. Wir sind bei den Kollegen vom Radio, nämlich bei Radio In hier in Ingolstadt. Und das Radio In hat vor geraumer Zeit auf Computer umgestellt. Es läuft eine ganze Menge hier beim Radio mit Computer. Neben mir sitzt der Matthias Bäumler. Er ist technischer Leiter hier bei der Ingolstädter Radiostation. Matthias, wir sind jetzt hier gerade im Produktionsstudio. Was wird hier hauptsächlich gemacht? Ja, hauptsächlich werden Werbespots produziert, da wir sehr viele produzieren. Und ansonsten werden halt Redakteure aufgenommen und der Sprecher geschult und so weiter, Sendungen vorproduziert, aber hauptsächlich werden Spots produziert oder Eigenwerbung, wie man bei uns Promos sagt, bei euch sind das Trailer, also Eigenwerbungen halt gemacht. Und da haben wir jetzt einen wunderschönen Computer angeschafft, der im Grunde nichts anderes ist als die Weiterentwicklung einer 8-Spur-Maschine. Früher gab es auf Tonbandgeräten schon 8 oder 16, 24 und noch viel mehr Spurmaschinen, mit denen man Bands aufnehmen konnte. Man hat also Gitarre auf einer Spur und so weiter. Hiermit kann man das Gleiche machen, man hat aber eben den Vorteil, dass dies im Computer geschieht, dass man das nachbearbeiten kann. Bei einer 8-Spur-Maschine hat man immer das Band, da kann man nichts mehr gegeneinander verschieben oder so oder lauter, leiser, nur das kann man machen, sonst nichts und das kann man hier eben alles machen. Ich habe hier mal einen Spot, den wir vor kurzem produziert haben, rausgesucht. Soeben erreicht uns die Meldung, dass Dr. Frankenstein wieder in Ingolstadt ist. Ja, wirklich. Und ich lade Sie ein zu einer kuriosen Zeitreise. Essen Sie im Gasthaus Daniel auf meinem schaurig schönen Dachboden mit mir zu Abend. Mägde und Knechte in historischen Gewändern servieren uns ein köstliches Dreigänge-Menü. Nach dem Mahl gibt's ein gruseliges Theaterstück. Und zum Abschluss wandern wir mit unseren Laternen durch die dunklen Gassen der Ingolstädter Altstadt. Wahrlich ein gruseliges Abenteuer. Wir haben also diesen Sprecher aufgenommen, der hat seinen Text sehr schön gesprochen. Ist mittlerweile wieder weg und jetzt beginnt eigentlich der größte Teil der Arbeit für die ganze Produktion. Ich habe den Sprecher jetzt hier auf eine Spur gelegt, habe mir einen anderen Sprecher noch besorgt, der diesen Anfang sprechen soll, weil das Ganze eine Nachricht sein soll und dann eine einführende Dings. Und die Musik habe ich mir rausgesucht aus verschiedenen Vorgaben. Am Anfang soll halt nur dieses Nachrichtenähnliche kommen. Soll dann übergehen in dieses. Dann, genau wenn der seine Einleitung gesprochen hat, soll dieses spannungsaufbauende Drim kommen. Das Ganze ruhig schönen Dachboden mit mir zu haben. Ist ja dann schon so vorbereitet, dass man hier praktisch den neuen Sprecher reinlegt. Und jetzt sage ich, gut, hier ist der Sprecher, hier ist die Musik, jetzt sollen da diese Effekte noch dazu. Am Anfang soll es ein bisschen donnern. Dann lege ich einfach den Donner mit der Maus daher, kopieren wir nochmal. Möchten da nochmal haben, dann der Uhu soll irgendwann pfeifen anfangen und der Hund, die Hunde sollen bellen. Muss man natürlich ganz genau hinlegen, das dauert ein bisschen mehr Zeit, als wir das jetzt hier machen können. Der Vorteil bei dem Ganzen ist halt, ich kann immer wieder ganz fein verschieben. Der Nachteil ist, dass man noch viel länger daran arbeitet, weil man es dann noch genauer machen kann. Aber alles in allem, der Computer ist doch eine entscheidende Arbeitserleichterung, oder? Ja, wie ich schon gesagt habe, er bringt einen dazu, dass man länger daran arbeitet. Das heißt also, schneller geht es leider nicht. Er ist aber eine entscheidende Arbeitserleichterung, weil man einfach viel genauer arbeiten kann und auch so Datenmaterial wieder zur Verfügung hat. So habe ich ein Geräusch wieder irgendwo geholt, von dem Band überspielt, da habe ich es und die Qualität bleibt einfach erhalten auch. Ne? Also die Qualität bei dem Computer ist besser als CD-Qualität,
Das ist mit 48 kHz abgetastet, bei CDs 44,1 kHz für die Technikfreaks. Und das ist also absolut knackfrei, ohne Probleme kann man schneiden. Es ist also wirklich, beim Tonband ist das ein Nachteil, wenn man es anfasst, dann wird es durch die Finger einfach fettig auch und lässt die Qualität nach. Die Schnitte kann man hören, wenn sie schlecht sind und so weiter. Da überhaupt kein Problem. Ja, das war unser ganz kurzer Ausflug in die Welt des Radios. Was man beim Radio alles mit Computern machen kann, das habt ihr gesehen. Bin sicher, beim Fernsehen gibt es auch noch die eine oder andere Möglichkeit, mit Computer was zu machen. Wir haben da auch schon einen kleinen Bericht für euch in Vorbereitung. Der kommt in einer unserer nächsten Sendungen. Bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, darf ich unseren Matthias noch mal kurz bitten, irgendeine Taste zu drücken und mal schauen, was dabei rauskommt. Da gibt es nämlich eine ganze Menge tolle Effekte hier beim Radio. Die haben wir beim Fernsehen noch nicht, aber das kommt, da bin ich mir sicher. Auf alle Fälle waren das jetzt eben 15 Minuten Games In am heutigen Dienstagabend. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt. Das heißt, wir hören uns nicht nur, sondern wir sehen uns auch in ganz genau 14 Tagen, ebenfalls wieder am Dienstagabend. Dann auch wieder mit einer ganzen Menge News aus dem Bereich Computern und Games natürlich auch wieder mit dabei. Ganz klar, wir dürfen nicht fehlen. Dann darf ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es ein klein wenig Spaß gemacht. Also ich weiß nicht, meine Stimme klingt furchtbar heute. Ich habe gestern auch zu viel getrunken. Das war Games In. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Yeah.